Also ich sage auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen und herzlichen Dank für die Einladung dazu. Wir kennen uns eigentlich auch noch gar nicht so lange. Ja, wir sind vielleicht, weil du schon gesagt hast, weil ich so viele Sachen mache, wir sind tatsächlich über Service Apartments zueinander gekommen, nämlich dieser neuere Trend, dass Hotel auch weitergedacht werden kann und dass es da ganz viele Unternehmer gibt, die auch was tun wollen. Da sind wir zusammengekommen. Und ich mache aber eben auch seit 2018 das Thema Bleisure und Bleisure Traveler. Wie bin ich dazu gekommen? Weil ich seit über 15 Jahren im Hotelfach schreibe und habe lange in der Redaktion gearbeitet, nicht in Brandenburg, sondern in München, aber Hotels sind ja überall. Das Schöne ist auch, ich habe es vorhin in einer Runde wunderbar gehört, dass wir ja in einem Job sind, der ja Workation pur eigentlich auch irgendwo ist, ja, in dem wir ständig an Orten sind, in dem wir miteinander hier beim Segeln vor der Tür und so weiter sprechen können und über diese Themen sprechen können. Gut, also 2018 habe ich mich selbstständig gemacht, bin auf meinen heutigen Geschäftspartner gestoßen, der mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, dieses Thema mal journalistisch aufzubereiten, weil er 200 Tage im Jahr beruflich unterwegs ist und aber auch selber schreibt und ich eben aus der Anbieterseite komme und sage, jawohl, also das ist ein Feld, das sich da auftut. Das lohnt sich absolut, dort weiterzudenken. Und dann haben wir uns auch in dieses Abenteuer, ich kann es nicht anders sagen, weil es war eigentlich für uns auch damals nur ein Gefühl, dass da was geht. Da gab es keine großen Zahlen, aber eigentlich gab es schon ein bisschen Zahlen. Ich fange mal nur so an, für mich, wie gesagt, ist so der Start 2018 gewesen. Es gab auch damals, wenn wir da ganz ehrlich sind, war die Arbeitswelt schon in Bewegung. Ja, wir haben auch damals schon mit Servern von der Ferne aus gearbeitet. Manche haben eine Weltreise gemacht, wie der Michael Haufe, und hatte schon längst von dort aus sehr viel gearbeitet. Es gab schon die Möglichkeiten, dass man im Homeoffice arbeitet, aber es war nicht sehr gefragt und nicht sehr beliebt. Und wir wissen alle, dass es sehr, sehr viele Arbeitgeber gab, die es nicht wollten. Ja, also die Möglichkeiten waren schon da, aber der Wille war noch nicht so ganz da. Und auf der anderen Seite tat sich natürlich schon in vielen Branchen ein Fachkräftemangel auf. Den gab es damals schon. Wir haben damals schon über Mitarbeiterbindung gesprochen, über Mitarbeiterentwicklung, hatten uns schon damals überlegt, was wir tun sollten. Und genau diese New Work-Richtung, die wurde ja damals schon eingeschlagen. Ja. Und dann natürlich auch das Thema Geschäftsreise, nicht einfach nur an einen Ort schnell mal hin und wieder zurück, sondern auch einfach länger bleiben. Bleisure, also der Sinn, physisch an einem Ort zu sein, einen Geschäftsreisetermin wahrzunehmen und dann länger zu bleiben, entweder dort oder noch ein paar Tage länger in der Nähe, wie auch immer man sie definiert, das gab es. Und die Zahlen, die wir damals dann eben gefunden hatten, das war viel von OTAs, also von Expedia, die gesagt haben, 2018 über 60% aller Business Trips gehen bereits in privaten Kurzurlaub über. Ich habe jetzt noch mal Zahlen gefunden. 68% der Geschäftsreisen machen laut der Studie von Egencia mindestens einmal pro Jahr Bleisure. Das war damals so, da hatte man Kunden in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum gefragt. Und tatsächlich, wenn man nachgeschaut hat, dann war das ein Thema vor allem, das aus Nordamerika kam und aus Asien und dem pazifischen Raum. Europa, ja, aber da war noch viel Luft drin. Was man über Deutschland damals schon gefunden hat, da hatten sich schon Travel Management Companies zusammengetan, in der Chefsache Business Travel kennen vielleicht manche, die geben ja auch jedes Jahr Studien raus. 2019 haben sie darüber informiert, dass fast 3/4 der Geschäftsreisenden heute schon Bleisure unternommen haben. Also wenn man die Leute gezielt danach gefragt haben, dann war es das absolut schon, dann ist das schon gelebt worden. Damals hat man eben festgestellt, dass es vor allem viel Reisen, Geschäftsreisen betraf und dass es vor allem Geschäftsführer und Vorstände waren. Also dass es erstmal auch sehr in der Führungsebene angesiedelt war und dass die Nachfrage vor allem bei Jüngeren extrem hoch ist. Aber es drehte sich damals schon nicht alles um Bleisure, sondern auch um Workation. Und die liebe Kollegin aus dem Fleming wird es wahrscheinlich jetzt ganz, ganz intensiv nicken. Genau.
nämlich das Coconut hat 2019 schon einen Tourismuspreis gewonnen. Und jetzt regnet's. Nee, es klingt nur so. Hat einen Tourismuspreis gewonnen als, als Vacation Retreat. Also 2019 schon das Wort Vacation etabliert. Und wirklich all die Themen, die wir heute und die du auch erzählen wirst, alle schon gelebt. Ne? Also eine Stunde von Berlin entfernt, ein Gutshof, fernab klassischer Tagungshotels, Coworking, gemeinsames Essen, Lagerfeuer, Gartenarbeit, Yoga, Schwebezelt, Schlafbox oder die schlichte Übernachtung. Aber das alles eben mit Menschen, die etwas anderes wollten als dieses Frontaltagen in klassischen Hotelräumen, die auch vor allem aus dem Ausland kamen, die andere Orte außerhalb von Berlin gesucht haben. Das alles schon 2019 Coworkation gelebt. Dann kam Corona. Da muss ich jetzt eigentlich nicht viel dazu sagen. Wir haben alle von der Ferne aus arbeiten müssen. Und wie das geht und mit welchem Druck das plötzlich umgesetzt werden konnte, haben wir alle erlebt. Zugleich hat sich im Geschäftsreisetourismus viel bewegt, weil natürlich immer die Frage im Raum stand, oh Gott, wie geht es danach weiter? Es gab ja regelmäßige Umfragen, wie viel Prozent überhaupt noch zurückkehrt. Und es pendelte sich immer so ein, dass 30-10% wegfallen wird. Irgendwo, da sind wir jetzt auch. Also der Geschäftsreisetourismus ist nicht so zurück, wie er vorher war. Wir hatten 2019 wirklich Rekordvolumen und Rekordausgaben verzeichnen können. Und genau das ist natürlich, an diesem Moment ist New Work auch etwas, was Druck macht. Ja? Also New Work ist nicht immer nur das Schöne, überall arbeiten können, sondern es muss sich etwas verändern, weil die Unternehmen auch nicht mehr so mitmachen wollen und können, wie es vorher war. Und da geht es um klamme Budgets, die herrschen. Es geht darum, dass man jede Reise hinterfragt, vor allem auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Und es geht darum, dass man sich aus anderen Gründen trifft. Aber dass es um dieses Treffen geht oder um dieses Arbeiten von überall, das hat sich natürlich etabliert. Und das braucht jetzt einfach die Antworten, die spannenden Antworten von uns. Ja. Wir wissen alle, in der Zeit Leisure Vacation, ich musste plötzlich nichts mehr erklären. Ja, also sie mussten vorher immer wahnsinnig viel erklären. Was macht ihr da? Und ist das überhaupt ein Thema? So gesehen ist für uns als jemand, der über Leisure viel schreibt, das gut gewesen. Ja, nach Corona hat sich dieses Thema Leisure ausdifferenziert. Also das Wort Vacation wird immer mehr in einem Atemzug genannt und gleichwohl ist es was ganz anderes. Ja, da wirst du ja auch noch mal viel mehr darauf eingehen. Also während es bei Leisure um das private Verlängern geht und man muss irgendwo hinfahren, geht es bei Vacation um ein ortsunabhängiges Arbeiten. Also es ist völlig egal, wo ich dann arbeite. Ich suche es mir proaktiv aus. Ja, aber es hat immer diese Arbeitskomponente mit dabei. Wir sehen heute eine breite Etablierung. Deswegen freue ich mich, dass wir uns auch hier zusammen treffen, dass auch ganz viele, das habe ich in den Speed-Datings schon festgestellt, ganz viele das auch schon betreiben, leben, zum Thema haben. Also finde ich ganz, ganz spannend, ja, wie fortgeschritten wir hier alle schon sind. Und wir erleben natürlich, dass das Thema Vacations, vor allem Vacations, eben nicht mehr das Thema für digitale Nomaden ist, sondern jetzt wirklich in die Unternehmen reingeht. Ja? Also dass Travel Manager sich damit intensiv beschäftigen, weil ihre Mitarbeiter und die künftigen Mitarbeiter es unbedingt nachfragen. Es gibt eine PricewaterhouseCoopers-Studie, die ja auch schon oft zitiert worden ist, die sagt, die Gen Y will mittlerweile zu über 80%, dass sie die Vacation-Option hat, wenn sie einen Job, also den Job wechselt und sich nach einem neuen Job umsieht. Ja. Zugleich haben wir, letzte Woche war ich auch auf dem VDR-Jahrestagung, Geschäftsreiseverband. Die Studie, die wird Ende dieses Monats komplett rausgegeben, aber die Vorabzahlen, die sie schon publiziert haben, bedeuten, dass mittlerweile wirklich 100%, nicht 90, sondern 100%, also alle der befragten Unternehmen, die dort in dem Verband sind, sagen, dass jeder mindestens teilweise von zu Hause aus arbeiten kann. Über 3/4 erlauben dies mittlerweile auch im Ausland. Also wir reden hier nicht nur von den Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern, sondern auch darunter.
Und sie alle schauen im Grunde, wie man das umsetzt. Also es geht nur noch ums Wie. Und sie sind natürlich konfrontiert mit vielen rechtlichen Themen. Die Antworten darauf werden immer besser gefunden. Ja, also auch da baut sich eine Industrie auf, indem es Softwareanbieter gibt, die mit Rechtsanwälten zusammenarbeiten und die relativ schnell dort Genehmigungsprozesse möglich machen. Und es geht, also es geht im Grunde darum, dass jedes Unternehmen für sich die beste Lösung findet. Ob ich jetzt 10 Tage erlaube oder ob ich 180 Tage erlaube. Das Gros pendelt sich bei 30 ein, weil es hier viel um das, was in Europa erlaubt ist, ist. Es ist auch kein etwas, wenn Adidas sagt, nur 10 Tage, dann ist das jetzt nicht, weil Adidas irgendwie konservativ ist, sondern das, weil das natürlich einfach im Moment viele rechtliche Themen sind, die dort eingehalten werden muss. Aber jeder beschäftigt sich damit. Beim VDR gab es eine New Work Gruppe, die vorgestellt worden ist. Also Unternehmen, Travel Manager tun sich zusammen und versuchen sich wirklich zu professionalisieren, wie sie das ihren Mitarbeitern anbieten können. Ja. Und dann ist es natürlich wahnsinnig spannend, wenn der Tourismusbereich darauf aufspringt. Also wenn eine Deborah Rothe von der ITB ganz klar zu uns sagt, auch im Interview, haben wir absolut auf dem Schirm im Rahmen der ITB, wollen wir forcieren und dann das Thema Nachhaltigkeit noch mit dazu packt, nämlich dass länger bleiben bedeutet, dass man nachhaltig agiert, dann ist das etwas, da klingeln die Ohren bei Unternehmen, ja, und da klingeln natürlich auch die Ohren bei uns, ja. Der DZT, die Deutsche Zentrale für Tourismus, hat gerade eben herausgegeben, dass mehr als ein Drittel aller ausländischen Geschäftsreisen 2023 die Möglichkeit nutzten, Business Trips nach Deutschland mit einem privaten Aufenthalt zu kombinieren. Ja, also ein Drittel derer, die aus dem Ausland hier geschäftlich zu tun haben, haben verlängert. Und damit ist Deutschland auf Platz 1. Deutschland, das Geschäftsreiseziel Nummer 1 in Europa, ist im Bereich Pleasure auch auf Platz 1. Das bedeutet natürlich, dass Menschen länger bleiben hier. Das bedeutet, dass sie mehr ausgeben. Es werden Zahlen auch mittlerweile vom DZT und vom German Convention Bureau hier auch genannt. Pro Reise sind es mittlerweile knapp 1800 Euro statt früher um die 1400 Euro. Und man hat festgestellt, dass die, die hier länger bleiben, gar nicht unbedingt irgendwas Günstiges zum Bleiben suchen, sondern dass knapp die Hälfte First-Class-Hotels sucht, also 4 Sterne aufwärts, und knapp ein Drittel sonstige Sachen. Also dazu gehören auch Apartments, dazu gehören genau das, was man neben den klassischen Hotels anbietet. Also es ist kein Billigfaktor. Leute wollen dann nicht wenig ausgeben, sondern sie wollen dann wirklich auch diese Zeit mit Qualität nutzen. Und dann betont der DZT, das ist wahnsinnig spannend, dass es sich um Nachhaltigkeit handelt, dass es ein nachhaltiges Tourismusmodell ist. Und der DZT, der angegliedert ist an das Bundeswirtschaftsministerium mit Herrn Habeck in der Führung, da möchte man natürlich gerne die Nachhaltigkeitsflagge hochhalten. Und deswegen starten sie jetzt auch eine Kampagne, Stay a Little Bit Longer. Mit diesem Verweis, jeder, der hier länger bleibt, verringert den CO2-Fußabdruck. Genau. Also wir erleben einfach eine volumenmäßige höhere Nachfrage. Die Zielgruppen erweitern sich. Und zugleich reagiert der Markt darauf. Es gibt Vielfalt. Es gibt die Wissenschaft vor allem, die inzwischen Zahlen liefert. Und das ist auch für mich und für uns alle so wichtig, wenn die Wissenschaft hier nachzieht und Studiengruppen entwickeln und also von Erfurt bis hin über München, die Hochschule München hat auch interdisziplinär da schon viel gearbeitet, auch ein Buch rausgebracht, dann ist das genau das, was diesen Trend einfach nochmal hebt und fördert. Ja, also insofern, ich finde, die Basis ist absolut mehr als gelegt. Ich würde auch einfach mal an dich übergeben, weil ich glaube, du wirst uns jetzt auch noch mal die andere Seite ein bisschen zeigen. Du wirst uns auch noch mal zeigen, warum es, was die Kunden eigentlich wollen. Ja, wie wir als Tourismusanbieter da auch viel besser werden können und uns darauf einschießen und miteinander wachsen, um diesen Trend mitzugehen.
Ja, das Spannende ist ja, du hast jetzt ganz viel erzählt von Workation und siehst das sehr, sehr stark auch aus einer Perspektive des Individualreisetourismus. Also Stay a Little Bit Longer, die Kampagne der DCT, greift ja genau dieses Thema auf. Also eine Person ist zum Beispiel bei einem Business-Trip und sagt, okay, ich hänge noch 2 Tage dran. Und das Spannende ist ja, wenn das jeder macht, was macht das eigentlich mit den Teams und mit den Unternehmen? Mhm. Und darauf würde ich gleich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen und dann auch noch mal diese Synergien möglicherweise aufzuzeigen, die Schnittmengen, aber auch, wo sich Dinge unterscheiden. Mhm. Dann übergebe ich jetzt einfach mal. Okay, dann können wir gleich noch mal in den Fragen sozusagen die Unterschiede eintauchen. Genau. Ja, alles klar.